dem Versprechen, die Flamme der Revolution neu zu entfachen, gründet sich im März 1919 in Moskau die Dritte Internationale. Trotzki kommt extra von der Front. Nur 16 Monate später hat Trotzki mit seiner Roten Armee das Unglaubliche geschafft. Fast alle Gegner sind besiegt. Die Weltrevolution ist wieder in greifbare Nähe gerückt. Mit einem Schlag gegen Polen, den letzten Feind, will sie Trotzki jetzt bis in die Straßen Warschaus tragen. Doch vor den Toren der polnischen Hauptstadt zerschlagen sich Trotzkis Träume. Der Angriff scheitert. Stalin handelt wie schon zuvor, auch in diesem Feldzug auf eigene Faust. Er ignoriert die Befehle seines Vorgesetzten. Für Trotzki der Hauptgrund des verschenkten Sieges. Ende 1920 ist der Bürgerkrieg vorbei. Ein Riesenreich steht unter bolschewistischer Herrschaft, gestützt auf 5 Millionen Rotarmisten unter Trotzki. Das Gespenst des Kommunismus flimmert um die ganze Welt. Diesen Juden russische Bauernrekruten vor sich entlang marschieren zu sehen, das war natürlich auch genau das, was den Hass der Gegner auf sich zog. Und das heißt, in diesem Sinne, also den Bolschewismus als eine jüdische Machtergreifung im Zentrum des Reiches darzustellen. Und da war Trotzki natürlich die sichtbarste Figur. In Trotzki haben die Antisemiten ihr Feindbild gefunden. Und die Antikommunisten auch. Die junge Sowjetmacht zeigt sich unbeeindruckt, souverän und optimistisch. Doch hinter den Kulissen geschieht Schreckliches. Der Bürgerkrieg hat das Land in Chaos und Not gestürzt. Eine entsetzliche Hungersnot folgt. Millionen Menschen sterben. Immer mehr Zweifel am versprochenen Sowjetparadies führen Anfang 1921 zu Streiks und Bauernaufständen. Auch Trotzkis einstige Helden der Oktoberrevolution, die Kronstädter Matrosen, mit denen er das Winterpalais stürmen ließ, revoltieren, fordern Brot und eine neue Politik. Il faut savoir que ce soulèvement a été perçu comme une menace. Dieser Aufstand wurde von Lenin und von Trotzki als tödliche Bedrohung betrachtet. Pour la première fois, ce n'était plus. Denn zum ersten Mal waren es nicht mehr die Bauern, die sich auflehnten. Die Kronstädter Matrosen wollten den Kommunismus, aber ohne die Bolschewiki. De Kronstadt, ils demandaient le communisme, mais sans les bolcheviques. Äußerste Härte und Gewalt gehören zu den wichtigsten Gesetzmäßigkeiten der Revolution. Macht kann man mit niemandem teilen. Wenn man auf halbem Weg stehen bleibt, ist das keine Revolution, sondern eine Totgeburt. Hunderte Matrosen sterben bei der Niederschlagung des Aufstandes. Die russischen Bolschewiki gingen den Weg der Jakobiner, den Weg der Gewalt, des Radikalismus, der Einschränkung der Demokratie, der Herrschaft einer Klasse über die anderen Teile der Gesellschaft. Nach Kronstadt werden weitere Oppositionelle festgenommen, verurteilt und verbannt. Die ersten Schauprozesse der sowjetischen Geschichte, inszeniert unter Lenin und Trotzki. November 1922, 5. Jahrestag der Oktoberrevolution. Trotzki leitet die Feierlichkeiten auf dem Roten Platz. Als heimlich gehandelter Nachfolger vertritt er den seit Monaten schwerkranken Lenin. Jetzt ist er auf dem Höhepunkt der Macht. Sein größter Widersacher Stalin steht noch abseits.
kommunistischen Führer aus aller Welt blicken auf zu Trotzki. Und er lässt sich von ihnen frenetisch feiern. Marx war der ursprüngliche Schöpfergenius. Lenin war der, der das Ganze in die Tat überführt hatte. Und er, Trotzki, war Marx plus Lenin in der Auflösung einer noch höheren Synthese. Er war sozusagen der Hypergenius. Und die Menschheit sollte also zu solchen Gipfeln, wie er selber sie eigentlich schon darstellte. Doch Trotzkis Stern sinkt schon. Lenin, sein wichtigster Rückhalt in der Partei, ist dem Tode nahe. Sein Testament wirkt wie eine Prophezeiung. Er warnt die Partei vor Trotzkis Übermaß an Selbstbewusstsein und vor Stalins unkontrollierbarer Machtgier. Hinter den Kremlmauern ist der Kampf um Lenins Nachfolge längst entbrannt. Mit der Vergabe von Posten und Privilegien schafft sich der neue Generalsekretär der Partei Stalin nach und nach einen treuen Hofstaat. Stalins Trinkgelage hatten für mich keine Anziehungskraft. Man versuchte auch nicht, mich dabei zu haben. Der hat immer nur die permanente Revolution im Kopf. Und wenn man will, kann man sagen, dass ich so begann, die Macht zu verlieren. Im Oktober 1923 kommt es zum offenen Schlagabtausch. Nach heftigen Attacken Stalins erwehrt sich Trotzki der Vorwürfe, er wolle die Partei spalten und die Führung übernehmen. Trotzki sagt erstmal, dass Lenin ihn gefragt habe, ob er der Nachfolger werden wolle. Also designiert sich eigentlich als den, dem die Nachfolge hätte zukommen müssen. Und sagt dann aber, und damit gibt er sich sofort eine tödliche Blöße, er sagt, er selber, Trotzki, habe Lenin gesagt, ich als Jude kann diese Rolle nicht einnehmen. Tage nach seiner Offenbarung bricht Trotzki zusammen. Bürgerkrieg, Intrigen und ein schweres Fieber haben ihn völlig entkräftet. Er fährt zu einer Kur in den Kaukasus. Als Lenin im Januar 1924 stirbt, ist Trotzki hunderte Kilometer von Moskau entfernt. Stalin telegrafiert ihm ein falsches Datum für die Trauerfeier. So fehlt er bei der Bestattung als einziger aus der Führungsriege. Stalins Hinterlist ist aufgegangen, doch Trotzkis Ansehen bei den Massen vorerst ungebrochen. Er hatte die Rote Armee kommandiert, war im Gegensatz zu Stalin ein genialer Kriegsheld. Sein Name war in der Sowjetunion und in der ganzen Welt bekannt. Er war für Stalin am gefährlichsten, da er dessen Führungsanspruch nicht anerkannte. Stalin taktiert geschickt gegen Trotzki. Er präsentiert sich als gemäßigter Politiker, proklamiert den Aufbau des Sozialismus in einem Land, der Sowjetunion. Bei der Mehrheit der Partei kommt er damit gut an. Trotzki dagegen als kompromissloser Verfechter der Weltrevolution verliert an Sympathie. Er bezeichnet Stalin als Totengräber der Revolution. Das wird der ihm nie vergessen, weder ihm noch seiner Familie. Stück für Stück entreißt er Trotzki die Macht. 1925 den Posten als Chef der Roten Armee. 1926 den Sitz im Politbüro. 1927 seine Stellung im Zentralkomitee. Die letzten Aufnahmen von Trotzki in Moskau bei der Beerdigung des Geheimdienstchefs Felix Dzerzhinsky. Nun ist er der Mann hinter Stalin.
Trotzki hat diesen Satz gesagt, der oft zitiert wird: Stalin ist die hervorragendste Mittelmäßigkeit der Partei. Man sieht, wie falsch er lag. Er hat die unglaubliche politische Fähigkeit von Stalin völlig unterschätzt. Eisensteins Film Oktober. 1927 Uraufführung zum 10. Jahrestag der Revolution. Stalins Geburtstagsgruß an Trotzki. Der Held von einst, dargestellt als Phrasendrescher, als Witzfigur. Tage später wird Trotzki aus der Partei Lenins ausgestoßen, verhaftet und wieder verbannt. Diesmal von seinen einstigen Genossen. Nach einem Jahr die Ausweisung. Trotz verschiedener Anfragen wollte kein Land Trotzki aufnehmen. Denn er verkörperte das Gespenst der Revolution. Ein führender britischer Politiker sagte, das Einzige, was man mit ihm machen kann, ist, ihn an die Wand zu stellen und zu erschießen. Das dritte, das letzte Exil beginnt. Als einziges Land erklärt sich die Türkei bereit, den verstoßenen Revolutionär aufzunehmen. Trotzki lebt nun abgeschottet auf einer kleinen Insel nahe Konstantinopel.